Nicht nur in Medizin und Forschung, gerade auch in der Industrie ist die Röntgentechnik zur Qualitätskontrolle nicht wegzudenken. Die Firma Karl Oberhoff versteht sich auf Galvanotechnik. Über ein ausgeklügeltes chemisches Verfahren werden hier Metalloberflächen veredelt. Verschiedenste Metallteile verlassen das Werk in neuem Gewand. Sie werden verzinkt und chromatiert, vernickelt oder phosphatiert. Doch wie lässt sich die Qualität der jeweiligen Oberflächenvergütung überprüfen? Ganz einfach. Dafür gibt es vollautomatische Schichtdickenmessgeräte. Die Bauteile werden in das Vollschutzgerät hineingelegt, ausgerichtet und der Messvorgang gestartet. Die Röntgenstrahlung wird von dem Gerät voll abgeschirmt. Aus der zurückgeworfenen Strahlung lässt sich analysieren, ob die aufgebrachte Oberflächenveredelung den Anforderungen entspricht. Entscheidend sind dabei hauchdünn aufgebrachte Veredelungen im Mikrometerbereich. Röntgentechnik für die Qualitätsprüfung von Materialien ist heute in der Industrie weit verbreitet. Wir befinden uns in der Lagerhalle der Edelstahlgießerei Klaus Kuhn mit Sitz in Radevormwald. Mehr als 200 verschiedene Edelstähle werden hier gegossen. Zur Endkontrolle der Legierungsbestandteile benutzen die Mitarbeiter mobile RFA-Geräte. Diese sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, weil sie im Primärstrahl eine hohe Dosisleistung abgeben. Der sorgsame Umgang mit Röntgenfluoreszenzanalysatoren ist daher oberste Pflicht. Also bevor man so ein Gerät benutzen darf, muss man einen Lehrgang besuchen. Man wird auch vom Hersteller entsprechend eingewiesen. Insbesondere ist bei diesen Geräten entscheidend, dass hier vorne ein Infrarotsensor ist. Dieser Infrarotsensor gibt erst die Röntgenstrahlung frei, sobald dieser Sensor eben durch entsprechendes Material abgedeckt wird. Und dann können die Messungen erst gestartet werden. Entsprechend kalibrierte RFA-Geräte können die exakte Zusammensetzung des Edelstahls zerstörungsfrei bestimmen. Für größere Prüfteile eignet sich das mobile RFA-Gerät optimal. Wie sieht es aber mit kleineren Metallstücken aus? Diese dürfen auf keinen Fall bei der Analyse in der Hand gehalten werden. Nach Möglichkeit sind Kleinteile in einer Strahlenschutzbox zu messen. Dieses mobile RFA-Gerät lässt sich sogar in eine solche Schutzbox integrieren. Das zu prüfende Metallstück wird auf den Sensor gelegt und die Klappe der Box geschlossen. Nun kann die Messung per Fernbedienung ausgelöst werden. Mögliche Streustrahlung kann die Schutzbox nicht verlassen. Ausgangsmaterial für die hochwertigen Stähle der Edelstahlgießerei ist vorsortierter Metallschrott. Bevor dieser aber in die Gießerei geht, wird seine Zusammensetzung nochmals überprüft. Auch hierbei helfen die mobilen RFA-Geräte, das Metall zu sortieren und auf Qualität zu prüfen. Röntgenanlagen müssen gewartet und justiert werden. Dabei sind die Sicherheitseinrichtungen nicht zu verändern. Die Wartungsarbeiten sollten, wenn möglich, nur bei geschlossenem Shutter oder ausgeschalteter Röhre stattfinden. Insbesondere bei Feinstrukturröntgenröhren ist auf die sehr hohe Dosisleistung im Primärstrahl zu achten. Davor schützen, wie bei der Arbeit mit allen Röntgenanlagen, die drei Regeln des Strahlenschutzes. Abschirmung verwenden, Abstand halten
und die Aufenthaltszeit in der Nähe der Strahlenquelle verkürzen. Gerade wenn sich die Justage bei eingeschalteter Röhre nicht vermeiden lässt.